Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 127. Wie immer, Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und heute mal wieder mit einer Perspektive, die recht ungewöhnlich ist. Ihr steht sozusagen, oder ihr seht mich aus der Perspektive meines Werkzeugs auf meiner Bastelecke hier. Und hinter mir der aufmerksame Betrachter, ich weiß gar nicht, ob man sieht, ich könnte ja hier mal auf meinen Monitor gucken hier unten. Ja, man sieht sogar ein kleines bisschen, läuft hinten meine V200 mit ein paar Güterwaggons, nur so als kleines Goodie, wer es sehen kann, da kann sich drüber freuen und wer nicht, na gut, dann ist es halt so. Und ja, heute ist ja das Motto international, habe ich ja geschrieben bei Uli Wurz, international oder ist es schon international? Und ja, was hat das zu bedeuten? Ja, ich habe in letzter Zeit immer mal wieder im Ausland Dinge bestellt, die ich euch heute ganz gerne zeigen möchte. Und ich möchte euch ein Geschenk zeigen, welches ich vor, ich glaube, vor mittlerweile 4 Wochen von dem lieben Sven geschenkt bekommen habe oder geschickt bekommen habe. Das werde ich im Anschluss noch zeigen hinten ran. Jetzt gehen wir aber erstmal in die internationalen Lieferungen rein, die ich so bekommen habe. Ich denke, wir gehen mal richtig weit. Und zwar nach Australien. Ich habe, oder machen wir es noch anders. Ich habe neulich in einem englischen Shop bestellt, und zwar für Gebäude, die ich demnächst bauen will, Zubehörteile. Und da kamen tatsächlich die weitesten Teile, die ich bestellt habe, jetzt vor circa 3 Tagen aus Australien hier an. Und zwar ist das ein Umschlag, den habe ich jetzt hier gefunden. Der kam damit, ich halte jetzt bloß mal die Hand drauf, obwohl das eigentlich relativ egal ist mit der Adresse von mir. Das ist also Airmail, ich weiß gar nicht, ein Absender steht da hinten drauf. Ja, steht tatsächlich drauf, kann man es lesen. Australien. Und was ist da drin? Das ist nur ein kleiner Umschlag. Und zwar hatte ich ja für Gebäudeteile bestellt, die ich gerne haben wollte. Unter anderem kam dann eben in dieser Lieferung, ich halte das mal so ein kleines bisschen zurück, nicht, dass es unscharf wird, war hier so eine Pappe drin und ein Umschlag. Und vielleicht kennt es der eine schon von euch. Das heißt, das ganze Scale Glass, hier kann man so ein bisschen noch sehen. Ich habe das hier schon aufgerissen. Da sind von scalescenes.com, da sind drin solche Dinge. Das sind also für Gebäude ausdoppelt. Für Gebäude sind das gedruckte, fein gedruckte Fenster, ja, die man für Gebäude einkleben kann. Da ich ja meine Gebäude, die ich auf der Anlage haben möchte, nicht hier aus Plastik bauen will, wenn, dann würde ich sie auf meinem 3D-Drucker ausdrucken wollen oder irgendwas in der Art machen. Und da bekommt man ja die Fenster immer relativ schlecht hin. Deswegen habe ich mir dann gedacht, bestellst du das. Und der Rest, der kommt noch aus England. Das sind also die Gebäudeteile, die ich auch nicht selber machen möchte, weil es einfach zu fein wäre. Da habe ich das dann bestellt. Das wäre jetzt, ich packe es mal ein bisschen unliebsam weg, das wäre jetzt Australien. Dann haben wir als nächstes, was haben wir denn hier? Ja, das ist auch nicht das ist auch nicht viel näher. Dieses wunderschöne Päckchen, dieses, das kommt aus Japan. Das habe ich also direkt in Japan bestellt, weil ich ja gar nicht mehr richtig fündig wurde, was da drin ist. Und hier vorne hängt wie so eine Art Rechnung noch dran, die habe ich noch nicht aufgemacht. Das kam dann per DHL hier an. Und da drin befindet sich dieser kleine Kasten. Mehr ist nicht drin. Was ist da drin? Guck mal rein. Ich weiß es ja, ich habe es ja bestellt. Der ein oder andere wird es kennen von euch immer, was ich so bestelle. Und wird sagen, aha, warum bestellt der Doofe das in Japan, wenn man es hier auch kriegt? Ich habe es halt nicht bekommen. Und zwar von Tomex. Das ist ja der Mutterkonzern, oder der ist ja aus Japan. Und zwar ist das ein Reinigungsgleis. Ich habe es tatsächlich nicht bekommen. Das soll für meine Wagen sein, die ja allesamt Strom abnehmen sollen. Die Güterwagen, die jetzt da hinten an der V200 dranhängen, die da immer noch ihre Runden dreht über 2 Etagen, die haben ja, wie gesagt, Stromabnahmen auf der gesamten Länge. Und wenn die Räder von dem Wagen nicht so richtig sauber sind, dann kommt es da zu Kontaktproblemen und das möchte ich einfach vermeiden. Und deswegen kommt dieses Reinigungsgleis hier rein. Ich mache das mal auf. Wie gesagt, viele werden es von euch kennen, manche werden es nicht kennen. Ist aber auch egal, mir geht es ja bloß drum, wo ich das jetzt alles herbekommen habe. Ist da noch was drin? Nein, die Anleitung. Hier ist ein kleiner Kleber dran, genau, hier ist es. Und da sehen wir es schon. Da, hups, jetzt ist der Karton runtergefallen, den brauchen wir aber nicht. Und hier ist das. Das ist praktisch kleine
Schleifpads hier an den Seiten dran, wo die ganz schnell vibrieren hier über diesen kleinen Motor. Das wird auf meiner Anlage selber wahrscheinlich nicht eingebaut werden, sondern in meinen Testring, den ich hier vorne habe, der praktisch ringsrum, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, der ringsrum um meinen Schaltpult geht. Das ist ja so ein Oval drumherum. Da teste ich sozusagen meine Loks ein, da stelle ich sie ein, wenn ich sie digital einrichte, und da werde ich alles Mögliche probieren, ob die Beleuchtung geht. Und da kommt auch das rein. Es ist ja relativ laut, das ist ja so ein schnarrendes Geräusch oder irgendwas in der Art. Und das kommt da rein, und wenn ich der Meinung bin, es soll mal ein Zug gereinigt werden von unten, auch die Loks, wenn die drüber laufen, werden ganz zart damit gereinigt. Hier habe ich auch jede Menge von diesen Ersatzpads schon da, die habe ich tatsächlich hier in Deutschland kaufen können, aber das hier selber nicht. Oder wo ich es gefunden habe, war das so teuer, dass ich das tatsächlich billiger aus Japan bekommen habe, ja. Und ja gut, dann bestelle ich halt im Ausland, wenn es in Deutschland mir zu teuer wird. Ich habe ja kein Problem mit hohen Preisen, aber mit unrealistisch hohen Preisen habe ich dann doch irgendwo ein Problem. Und hier war das völlig in Ordnung, das passt also auch komplett in mein Gleissystem rein. Und dann passt das. Das wäre jetzt Japan. Dann habe ich, das habe ich, glaube ich, dem einen oder anderen schon gezeigt, oder manch einer mag sich daran erinnern. Ist es überhaupt drin? Ist es drin? Warte mal, ist es so klein? Ja, es ist tatsächlich drin. Das ist Post aus England. Das habe ich direkt in England bestellt und habe vor gar nicht langer Zeit gezeigt, was da drin ist. Und zwar habe ich da Graffiti. Das mag jetzt für den einen wieder komisch klingen und sagen, puh, das kriegst du doch auch in Deutschland zu kaufen, das kriegst du doch auch bei, ja, Händler XYZ zu kaufen. Glaubt mir, ich habe verglichen, ich habe geschaut, diese schönen Aufkleber, die man auf Wagen kleben kann, dass die eben aussehen, als wenn die besprüht worden wären von irgendwelchen Graffiti-Sprayern, oder die man auf Gebäudeteile aufkleben kann. Ihr seht doch, hier fehlen ja schon zwei, die sind ja hinten in diesem... unter der Brücke hinten unter Dobbingen habe ich die ja schon rangeklebt, und die habe ich tatsächlich, wie gesagt, in dieser Qualität und in dieser hübschen Form, wie wir sie ja drauf haben, wo sie auch tatsächlich authentisch aussehen, sieht man das noch, habe ich, ja, da bin ich wieder nach einer kurzen Zwangsunterbrechung. meine Kamera, der Uli hat geschlafen, ich hoffe, diesmal geht es besser. Ich habe meine Kamera nicht umgestellt, die war von der letzten Aufnahme noch auf 4K mit 120 FPS und ist überhitzt, weil ich die Aufnahme zu lange gemacht habe. Und jetzt kühle ich die mit zwei Ventilatoren und hoffe, dass das jetzt eine Weile durchhält. Aber egal, ich war ja bei den Aufklebern stehen geblieben. Ich denke mal, da habe ich genug zu erzählt. Das sind also Sachen, die ich in England bestellt habe und die ich dann ja, eingesetzt habe schon auf meine Anlage. Das nächste ist natürlich, das habe ich euch schon mal gezeigt, und wie konnte man es anders erwarten, da ist ja wahrscheinlich alles her oder fast alles her, was wir so kaufen. Das ist aus China. Ist klar, da könnte man jetzt sagen, ja klar, China, alle Zubehörteile, das kommt sowieso alles von dort. Ja, ist klar. Habe ich euch aber schon gezeigt vor kurzem, das sind meine Signale, die ich habe, die dem einen gefallen haben, den anderen nicht gefallen haben. Das ist aber völlig recht und ein bisschen schade, dass man gleich einen Daumen nach unten kriegt von manchen, wo es mal eben die Signale nicht gefallen haben. Aber gut, werde ich vielleicht diesmal auch bekommen. Das sind also hier diese kleinen, habe ich die Pappe oder ich nehme mal hier von dem Karton. Das sind also die Signale, die ich hier einsetze. Mir gefallen sie persönlich sehr gut. Deswegen habe ich sie ja auch dort bestellt. Da muss ich natürlich immer eine Weile drauf warten. Und sie passen zu meinem Anlagenthema. Nicht immer verwechseln vielleicht damit, ich baue keine Deutsche Bahn hier nach. Also ich will keine deutschen Signale haben. Ich habe eine Fantasiebahn, Steampunk, Dieselpunk. Mein Gott, das habe ich aber überlegt. Da passen die wie die Faust aufs Auge. Und deswegen gefallen sie mir sehr gut. Deswegen passen die sehr, sehr gut. Und das ist, wie gesagt, nicht jedermanns Geschmack. Und ja, das ist China. Oder China, wie gesagt, habe ich noch viel, viel mehr. Da habe ich hier hunderte von Bäumchen noch stehen, die ich übrigens auch immer verwende. Ach, der liegt gerade drüben. Ich habe wirklich Bäume. Ich könnte hier meine ganze Anlage bewalten damit. Aber ich nehme die nicht und setze die nicht eins zu eins auf, sondern ich bearbeite die meistens so, dass ich immer noch irgendwo, wie soll ich denn jetzt sagen, ja, die halben Bäumchen von neulich, oder ich schneide dann von einem Baum was ab, klebe es am anderen mit dran, oder ich baue da irgendwelche Ranken draus, die ich da rausschneide. Billiger kann man es nicht bekommen, und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Die gefallen mir weitaus besser, als was ich neulich gekauft habe. Da habe ich mir diese Flaschenputz,
Tannen gekauft. Die kennt ihr alle. Wartet mal, ich zeige euch die mal. Ihr wisst sowieso, was ich meine. Ich hoffe, ich finde die jetzt schnell genug bei mir im Schrank. Jetzt liegen die wahrscheinlich irgendwo, wo ich nicht drankomme. Es ist tatsächlich so. Ich habe ein Mikro um, die liegen ganz da hinten. Vielleicht blende ich mal noch ein Bild ein oder auch nicht. Die meisten werden sie erkennen, die Tannenbäume, die aussehen wie Flaschenputzer. Mit diesen, oder ja, ihr wisst, was ich meine. Da gefallen mir die chinesischen übrigens weitaus besser. An die komme ich natürlich ran. Das ist diese riesige Kiste hier hinten, die ich habe. Jetzt raschelt es mal ein bisschen. Das ist alles voller Bäume. Hier sind überall, das sind hunderte von Bäumen. Hier sind diese netten Kiefern, die mir so gut gefallen. Hier sind so eine Art, man sieht es jetzt schlecht, so eine Art Apfelbäumchen. Da habe ich dann einen kleinen Streu da. Da sehen die gar nicht mal so schlecht aus. Da muss ich mir nicht die Arbeit machen und das alles selber herstellen. Schaut es euch mal an. Ich weiß nicht, sieht man das so ein bisschen hier? So, ja, das kann man bestreuen, da kann noch ein bisschen was dran, das kann man beschneiden, da kann man aus 2 in 1 machen. Besser geht's nicht. Also wie gesagt, die sind ja teilweise richtig preiswert. Die werdet ihr alle kennen, hier habe ich es noch von der Spur Z. Ich entschuldige mich mal für das Rascheln gerade, das Mikro ist wahrscheinlich ein bisschen in der Nähe. Ja, das wäre China. China ist also auch vertreten bei mir. Ich bin jetzt hier schon so ziemlich überall gewesen. Jetzt bin ich gerade an meinen Lüfter rangekommen, mal kurz ausrichten. Und ja, damit habe ich wirklich sehr, sehr interessante Sachen. Und jetzt habe ich zum Beispiel noch als nächstes, da raschelt es wieder ein bisschen, ein Karton aus, kennt ihr alle wahrscheinlich. Nö, steht gar nicht drauf, wo der her ist. Aus Italien. Aus Italien, der ist noch zu, den werde ich mal aufschneiden. Moment mal, habe ich hier ein Messer? Ja, hier ist ein Messer an der Wand hinten dran. Den werde ich bei der Gelegenheit gleich mal aufmachen. Ich hoffe, ich habe den richtigen geschnappt, aber ich denke schon. Wenn nicht, dann muss ich gleich noch mal ausmachen und den richtigen Karton holen, weil der ist noch zu und da war ich jetzt gerade der Meinung, das ist der richtige. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das ist. Mal aufschneiden. So, Moment, geht gleich los. Klack, klack. Was ist da drinne? Raschelt am Mikrofon, sehr schön. Und es ist tatsächlich der falsche Karton. Sehr schön, das ist ein... das ist aus Deutschland. Was habe ich denn hier gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Eine kleine Fabrik bei eBay. Vor langer, langer Zeit. Vielleicht sogar noch für Spur... für Spur Z. Ich habe den falschen Karton. Wartet mal ganz kurz. Mal aufmachen. Da habe ich jetzt echt gedacht, steht er da oben auf meinem Regal? Hier ist eine kleine... Ja, natürlich. Nein, das ist ein Sägewerk. Schaut mal, kennt ihr wahrscheinlich alle. Hier fällt gleich mal das Dach ab, was völlig in Ordnung ist, weil man hier einen Motor einbauen kann, um das kleine Rad zu bewegen. Das werde ich also definitiv machen. Das kommt hier vorne dran. Hier ist ein kleiner Bach. Das werde ich irgendwo einbauen, das weiß ich schon. Werde es aber dem meinen eigenen Look geben. Ja, der bleibt nicht so. Das wird also umgebaut. Da habe ich ja oben auf meiner Teststelle, wo ich mal sage, die Häuschen stehen ja so testweise rum, habe ich das auch drauf gemacht. Und dann werde ich euch, ich werde es jetzt umgedreht machen. Ich weiß nicht, wie lange die Kamera jetzt noch mitmacht. Ansonsten sehen wir uns sowieso gleich wieder. Ich habe hier noch ein Kartonchen bekommen, ein Geschenk eines lieben Abonnenten von mir. Und das war der Sven. Der Sven hat zwar logischerweise einen Kanal, sonst könnte er ja nicht... Kommentare geben und er hat, das ist wieder mal der falsche, also Uli, du solltest öfters mal hingucken, ich halte es mal hier vorne so die Hände drauf, das muss nicht sein, dass seine Adresse jetzt hier breit getreten wird und habe jetzt hier dieses kleine Kartonchen von ihm bekommen, hier ist ein lieber Brief drin, da weiß ich nicht, ob ihm das recht ist, wenn ich den vorlese, ich würde sagen, ich lese ihn, ich zeige es bloß mal ganz kurz rein, ich werde ihn jetzt vorlesen oder auch nicht vorlesen. Nein, ich lese, der ist für mich. Da, das ist. Und zwar hat der Sven gedacht, er hat meine Videos immer gesehen, hat gedacht, das wäre was für den Uli. Und da hat er mir hier in eine kleine Tüte rein verpackt. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut, weil das sind ja so kleine Sachen, die man irgendwo hinstellen kann. Ich packe es mal aus. Und zwar einen, schaut mal, einen Container. Kann man das jetzt hier so richtig schön sehen? Ich glaube nicht. Ich halte mal hier den Brief dahinter. Das ist ein kleiner Container, so ein Schrottcontainer, wie man die irgendwo hinstellen kann. Und dieser hat hier einen Elektronikbaustein dran. Und der kann, wenn ich das richtig verstanden habe, blinken. Ich werde es nachher mal folgendermaßen machen. Ich werde mal die Kamera umbauen und werde ihn hier mal an meinen
Netzteil anschließen, dann können wir uns das noch anschauen. Weiterhin hat er hier reingepackt zwei kleine Lampen. Das sind so, ja, was ist denn das? Das sind LEDs, das ist wahrscheinlich die Größe 2. Die gibt es ja noch einen Zacken kleiner. Und die kann man anbringen, da habe ich mir sogar schon was überlegt. Das sind so ganz kleine, hier, die kann man so aufkleben. Das sind so kleine, sieht man wahrscheinlich genauso schlecht schon wieder hier, ja, so zack. Das sind so kleine, ja, die werde ich an meine, ich baue ja meine Loks sowieso später mal nach alle nach meinem Geschmack um. Die bleiben ja nicht so, wenn man jetzt die V200 dahinter mir sehen oder gesehen haben, dann ist das so, wie sie eben ist. Und die werde ich noch umbauen. Das heißt, die wird noch umlackiert werden, die bekommt einen anderen Look, die soll zum Steampunk passen und die soll oben drauf so eine Lampe noch kriegen. Passt ja gar nicht zu der V200, wer die V200 so fahren möchte. Aber wie gesagt, ich mache es ja nicht. Ich fahre ja keine Deutsche Bahn und deswegen wird die umgebaut. Und ja, und dann würde ich denken, ich hole den anderen Karton jetzt mal in Ruhe noch raus. Ich baue mal die Kamera um und zeige euch mal den kleinen Container im angeschlossenen Zustand. Da würde ich sagen, bleibt schön dran. Wir sehen uns gleich wieder. Wie gesagt, der italienische Karton kommt noch und das Containerchen mit dem Licht werde ich euch zeigen. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder mit umgeschwenkter Kamera. Jetzt könnt ihr mich natürlich nicht mehr sehen, ist klar. Und hier ist der kleine Container. Ich betreibe ihn, man sieht es hier hinten vielleicht, mit 3,7 Volt. Ich wollte jetzt absichtlich nicht höher gehen von der Spannung, denn die LEDs springen schon an und das wäre jetzt blödsinnig. Ups, das ist übrigens mein Lüfter, mit dem ich meine Kamera gerade mal ein bisschen lüften muss, dass ich nicht gleich wieder weg bin. Beim nächsten Mal mache ich natürlich wieder keine 4K 100 FPS. Und schaut euch das an, der blinkt so lustig, vorne und hinten jeweils und auf der anderen Seite auch. Ist eine wunderschöne Sache. Sieht man das hier auf dem Video? Wartet mal, ich mache mal das Licht hier oben aus. Denn ich bin ja sowieso nicht mehr drauf. Ne? Lichtschalterchen. So, jetzt sieht man es. Meine Eisenbahn ist drüben beleuchtet. Aber man sieht es jetzt, das sind orangene kleine LEDs. Und die leuchten immer von vorne nach hinten oder umgedreht zweimal auf. Hübsch. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also das passt, wenn man das irgendwo in eine Fabrik reinstellt, passt das richtig gut. Ich gehe mal noch ein bisschen runter von der Spannung. Ne, der springt dann nicht mehr an. 2,6 ist schon vorbei. Was macht er jetzt noch? 2,9, also 3 Volt läuft er noch nicht. Da muss ich mal gucken, wie ich ihn anspreche. Da werde ich wahrscheinlich dann entsprechend noch, damit es nicht zu hell wird, jetzt hier, ja, so 3,7, was ich gerade hatte, 4 Volt. Wird wahrscheinlich bis 12 Volt, könnte ich mir vorstellen, gehen. Aber ich möchte, dass es immer schön lange hält. Dann werde ich entsprechend das nicht so lange so hoch mit Spannung versorgen. Da kommen dann eben, ja, wie gesagt, Potties davor. Nicht Potties, doch Potti könnte ich genauso davor hängen. Na klar, meine blauen Drehpotties oder sowas. Kein Problem. Also vielen, vielen Dank, Sven, an dieser Stelle. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich mache mal das Licht wieder an und schalte auch mal das Ganze wieder aus. Und nehme es mal aus dem Bild raus. Was wir hier hinten sehen, ist übrigens schon... Was fürs nächste Video, das nehme ich mal hier weg. Da bin ich nämlich, hoppala, da bin ich nämlich gerade beim Basteln dran. Ich wollte euch noch das italienische Paket aussehen. Und zwar, schaut mal, so sehen italienische Pakete aus. Oh Gott, das passt schon wieder nicht ins Bild. Moment, ich bin gleich wieder da. So, jetzt haben wir eine ganz außergewöhnliche Perspektive. Jetzt schauen wir auf meinen Basteltisch von oben drauf und sehen das ganze Chaos. Außer die Werkzeugwand. Das ist also, wie gesagt, der Karton aus Italien. Und zwar, ich mache ihn mal auf. Wenn ich jetzt die Firma vorlese, oder ich habe es gar nicht ausgeblendet, dann werden viele sagen, alles klar, kenne ich. So, dann machen wir das mal auf. Ein bisschen rumrascheln wieder mal hier. So, Moment. Das ist also jetzt live, ja. Das hatte ich also alles noch nicht angeguckt, als es gekommen ist. Habe ich mir auch nicht gedacht, dann warte ich mal noch mit, sondern nein, nein, das ist also wirklich, ich habe das bestellt, dass ich es da habe. Ich bin so ein Typ, der gerne Sachen ja, auf Lager hat. So, jetzt mal bitte rascheln nochmal hier, dann haben wir das Ganze offen. Der eine oder andere wird es schon nennen können, es ist ja auch ziemlich werden einige gestapelten Loks drin sein. Und zwar ist das von der Firma, ich lese es mal kurz vor, wenn ich drauf gucken kann. Ja, Diorama di Fabio. Das ist tatsächlich... Moment. Da habe ich auch wieder relativ in die Tasche greifen müssen dafür. Ich
will ja meine Anlage, wie die meisten von euch, auch als Diorama aufbauen. Und ja, da kommt schon alles Mögliche vorne raus. Ich kann mal noch auf der Kamera. Ja, schaut mal, Diorama, Presebe, kennen die meisten von euch. Das ist eine Sache, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, schaut mal, was ich hier gekauft habe. Das ist, sind Meerschaumbäume. Das ist eine Sache, die finde ich ganz, ganz großartig. Da ist der ganze Karton mit voll von diesem Meerschaum. Da kann ich mir tatsächlich Bäume draus bauen. Das ist so ein wunderbares Material. Da muss ich gar nicht mehr in die Natur raus. Doch, doch, ich gehe doch in die Natur raus. Ich wollte sagen, da muss ich gar kein Unkraut draußen mehr suchen. Ich habe jetzt den Meerschaum mir gekauft. Und das ist eine Sache, da kann ich wirklich ganz, ganz tolle Sachen draus bauen. Und da muss ich ehrlich sagen, da freue ich mich schon. Gut, dann würde ich sagen, schieben wir es gar nicht mehr lange hin. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ich habe sehr, sehr viel gebaut in den Tagen, aber das muss immer alles trocknen. Der Kleber muss trocknen. Ihr habt ja jetzt ja auch schon die Arkade liegen sehen und. Das kommen wir aber in der nächsten Woche zu, was da alles ist. Würde ich mich verabschieden für diese Woche und dann sage ich, macht schön gut, euer Uli aka Aquapender. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank an den Sven für das liebe Geschenk. Bis dahin, tschüss, euer Uli.